Ja, ich hol mal die Potion da Fire Resistance in Meter rein. So, da war doch gerade so ein Fisch. So. Eine Runde saufen. So, jetzt kann ich dir helfen. Ist schon erledigt. Ich habe jetzt einen Netherrack aus dem ganzen Cluster rausbekommen. Ein Netherrack. Einen Nether Quartz meine ich. Wo sind die Fische? Wieder in den Netherrack-Blöcken drin. Ach Wahrscheinlich. so. Okay. Zwar furchtbar ineffektiv, aber gut, wir haben halt noch keine Quarry und sind weit noch nicht in der Lage, auch die auch zu betreiben. Ach, Nether Coppo, warum baue ich das ab? Weil es auch Was? 24 gibt, glaube ich. Ja, aber so dringend brauchen wir es nicht. Ja. Übrigens, Tag Vorsicht, brauchen wir es eigentlich gar nicht. ich springe gleich nochmal. Okay. Ja, ich bin eh schon ein bisschen Sie weiter weg. siehst du, wo ich bin, genau. Ich Das mit der Hand, will. der Hand. Es geht mit der Hand sogar schneller als so. Was sind denn das für grüne Mushrooms? Das sind Glowshrooms. Kann man Suppe draus machen oder auch nicht. Schon cool aus. Klingt auch unglaublich lecker. Ja, ich krieg. Na, hier, glaub schon. Cool. Suppe. Oder Licht. Jo, Glowshroom Stew. So, da hab ich jetzt drei rausbekommen. Das ist gut. Also verhältnismäßig. Ich erkunde mal die Nether Fortress. Okay. Gibt's da irgendwas, von dem ich Angst haben sollte? Ich glaube nicht. Von den normalen Gegnern abgesehen. Warte, ich komme mit. Weißt du noch, wo ich bin? Nee, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz nochmal rein und lade meine Sachen ab. Okay, ja, Nether Pool. Weil Nether Quartz ist ja irgendwie um einiges wertvoller als Diamanten. Ja. So. Was ist denn das? Ardite. Das war doch Alright, irgendwas Neues, oder? das ist ja ein Teil der superstarken Legierung aus Tinker's Construct. Kann man aber so gesehen nur mit Kobalt-Pickaxes abbauen. Ach so, deswegen geht es nicht. Oder eben, wenn man es durch Hintertür macht, über die Flux-Pickaxe. Mal schauen, ich sehe dich auf der großen Karte blöderweise nicht. Da in der Richtung irgendwo. Ich bin westlich von dir, Ich muss soweit nur mal ich das gucken, wie ich da gerade hinkomme, ja. Bist du über die Wolken drüber? sehe. Ich bin über die Glowshrooms rüber. Die Glowshrooms. Was heißt da unten auf Ebene? Okay. Wie meinst du, da bist du runtergekommen? Warte mal ganz kurz, ich muss die Blazes hier besiegen. So, wow. Ach, hier hinten geht's lang. Okay. Ich hab da so einen Cobblestone-Pillar hochgebaut. Den siehst du vielleicht. Ja, ist alles in Ordnung. Ich habe gerade nicht gesehen, wo du durch bist. Der Nether ist schön leckarm. Das ist toll irgendwie. Was ist der? Der ist leckarm. Zumindest bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So ziemlich, ja. Von den Ghostwood Trees abgesehen, die glitschen durch die Gegend. Da hinten bist du. Ja, ich mach grad die Leute hier hinten Platz. Okay, machen wir es getrennt. Das Schwefel. Schwefel haben wir genug fürs Erste zumindest.
Ja, ich beschäftige mich gerade mit den Blazes und kerke die ein. Lass mal dann vielleicht eine Farm draus machen. Okay. Au. Mistvieh. War was? Du warst nicht gemeint. Ich weiß, aber ich wollte auch mal was gesagt haben wieder. Dann ist gut. Ja, stimmt ja, eigentlich. Niemals! Zu spät. Es ist einfach so unglaublich verdammt spannend, jedes einzelne Item aus den blöden Kisten zu holen und zu analysieren. Ja. Hi, aber. Aber oh. Deswegen nehme ich hier auch nicht auf. Außerdem ist das wirklich recht praktisch, weil kriege ich die ganzen Sachen noch endlich mal erforscht. Jo. Was wo? Ach, da dran. Okay. Nee, ist, ist gut. Ja, ich hab die eingekirkert. Das Feuerbett. Ah, hier oben ist noch ein Loch. So. Also wenn du Spaß haben willst, gehst du rein. Wie viele Blazewords hast du inzwischen? 5. Ja, ich hol mal noch ein paar. Ist gut, es reicht fürs Erste. Nö. Blaze Powder haben wir in Massen. Nö, mir macht Spaß. Kennst du mich doch. Okay, dann erforsche ich halt die Nether Fortress. Okay, das mache ich dann auch. Lapis Ohr. Kannst du zu mir kommen, aber pass auf, ich spreng grad wieder. Ich hör's. Tust du das? Ach nee, ich mach die Pigments sauer, wenn ich Sulfur abbaue. Machst die Pigments, das hab ich dir erzählt. Ich hab ihn nachgefragt in der letzten Aufnahme, als ich was abgebaut habe, ob ich damit die Pigments sauer mache. Die können mir eh nix, die sind über mir. Okay, da die können mir nichts, die stehen über mir. Das soll man jetzt auch mal verstehen. Was? Das ist aber gar nichts aus dem Nether Quartz rausgekommen. Passiert. Vielleicht müssen wir die erst irgendwie deinfestieren. Ich wüsste nicht wie. Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht müssen wir's. Keine Ahnung wie, tun wir's einfach. Okay, meine Fire Resistance Potion ist leer. Das schaut jetzt Imp? Nicht so toll aus. Nein, ich versuche nicht verzweifelt jeden einzelnen Nether Quartz Block zu sprengen. Um da auch mal rauszubekommen. Ich meine, wir brauchen. Macht, macht schon Sinn. Wir brauchen irgendwie 32, um anfangen zu können. Mit was? Mit Applied Energy Sticks. Achso. Oh. Ah, stimmt, hier gibt's ja auch die Blutbäume. Da ist irgendwas Böses rausgekommen. Da sind 3 Pick-Zombie-Bosse. Gott sei Dank haben die mich nicht gesehen. Ach, nur 3? Ist ja langweilig. Wie schön das einfach ist, dass ich alle Musikdiscs haben, weil die hier, weil die geben alle schön viele verschiedene Sachen und davon eine Menge. Ab! Das waren recht viele Bosse. Was ist das? Was ist was? Ein Imp. Ein Imp, ja. Die sind friedlich, wenn du nicht draufschlägst. Darf ich? Die sind recht einfach zu umzubringen, ja. Die geben die Imp-Skin eben. Jo. So eine Art von Leder. Machen cool. Schweinegeräusche. Raw Imp halt. Jo. Aus der kannst du eben auch Leder machen, wenn du davon 4 hast. Hi. Hi. Hier unten ist Kobold, oder? Ja, hier unten ist Kobold. Ja, Kobalt kannst du auch nur mit meinem Leben abbauen. Mein Leben? Nee. Allumite. Ah, oh, super. Ich hab ne Axt mit Allumite. Ich glaube, daran sollten wir uns auch mal stürzen. Irgendwie Allumite. Nee, warte mal kurz. Ja, hier, ne? Nee, lass mal. Mach mal, dass du wegkommst. Nee, ich will dabei sein. Okay, aber Sicherheitsabstand, ne? Das tut nämlich ziemlich weh. Ja, so 2 Meter. Wenn du meinst, dass das reicht. 1,5 Zentimeter muss reichen. Das explodiert übrigens mehrfach. Aber da kommt doch dann nie was raus, oder? Doch. Nicht viel, aber es kommt ein bisschen was raus.
Drei. Drei. Ich hab drei für dich. Das ist gut. Warte. Hier. Jo. Wie gesagt, furchtbar ineffektiv, aber wir haben es ja. So selten ist der Kram jetzt auch wieder nicht. Was? Ja, ich brauch ein paar Building Blocks. Ach du was, ich hab 26. Sehr gut. So, noch mehr Blazes. Nö. Meins. Mach du mal. Kommt's ja. Ich gebe uns gerade so ein bisschen durch dein Inventar durch, Simon, was du hier abgelegt hast. Okay. Ich researche auch noch meinen ganzen Kram. Da kann man runterfallen, deswegen will ich hier nicht unbedingt entlang. Nein, das nennt man nicht Advanced Stalking. Geh durch ein Inventar durch und analysiere das alles. Mhm. Das ist sogar highly advanced stalking, das glaubst du gar nicht. Ja. Okay, safe. Okay. Warte also kurz, so ich hab wieder was zum Sprengen gefunden. Oh Gott. Dann mag man gerne sprengen, kann das sein? Oh ja. Lieber als ich und das macht mir irgendwie Angst. Ja, ich mag nicht sprengen, ich mag es, Sachen rauszubekommen. Das Sprengen ist dann nur so. Highlight. Eine Beilage. Ich glaube, ich mach den mal kaputt, den Blazeborn, aber. Kannst du ruhig, ja. Wir haben ja schon einen in der Nähe. Oh, wir gehen noch weiter. Und die Eisen steht leer. Protection 2, okay. Darüber mecker ich nicht. Ich auch nicht. Was ist Fused Wood? Fused Wood ist super. Ist explodiert. Eben. Innen drauf, wenn du es abbaust. Es ist cool. Ja, Fuse eben, ne? Okay, dann mache ich jetzt auch mal ein bisschen Peng Peng. Mach du mal. Aber stimmt eigentlich, so mit dem Modpack ist explodiert wirklich alles. Also ihr habt Spaß, wie ich sehe, höre. Ja. Ja. Sehr. Das hat nicht Peng Peng gemacht. Ach nee, das ist Salpeter, scheiße. Hä? Ja, das schaut genauso aus wie Quarzohr, aber es ist Salpeter. Okay. Explodiert nicht. Kommt aus Salpeter irgendwas Sinnvolles raus? Ich schätze mal Salz. Oder Peter. Oh ja. Oh. Aus Tinkerer's Construct kann man echt gar nichts wirklich und anschauen, denken. Außer die Rüstung, oder? Kann das sein? Doch, ich glaube, hier die Crafting-Teile. Ja, ja, schon, aber nicht mit den Necrotic Bones gehen, ne? Mhm. So, noch mehr Bomben. Das hat alles verbrannt. Ist doch kacke. Ah, nee, nee, doch. Scheiße. Wie hieß dieser Film? Bang Bang oder so? Chitty Chitty, wenn überhaupt. Auch gut. Oder was meinst du? Weiß ich nicht, kann sein, ja. Wenn das wenn dieses viel zu große, viel zu creepige Auto meinst? Warte mal, hey. Wenn man Silk Touch auf der Picke hat. Ja. Kann man das dann abbauen? Weiß ich nicht, das müssen wir mal ausprobieren. Er spielt jetzt im Inventar, das wäre auch toll. Wie hart. Das steckt viel zu viel in Brand, da verbrennt immer die ganze Uhr. Hm. Glaubst du nicht, dass das schlecht geplant ist? Es ist schlecht durchgeplant, ja. Das stimmt. Es ist extra wahrscheinlich. Nee, nee. Wie das extra ist. TNT auf den Boden werfen und anschauen. Welcher Kakao da drin ist, wie sich's gehört. Stimmt, es gibt ja so Ding-TNT. So, Plastik-TNT, da wo dann alle Blocks erhalten bleiben. Das könnte man auch mal ausprobieren. Das eigentlich schon, könnt ihr die alles versuchen. Hm. Wo ist das Teil? Was denn? Hier ist irgendwo ein sterbender Barfischboss. Ein sterbender Schwan. Ich hab einen Sattel. Geil. Geil.
ganz viele von der Sorte. Und ich hab einen Sattel. Das finde ich jetzt voll nicht cool. I finally. Und drei Dias und drei Gold. By the way, you withered away. Ich glaube, ich vermisse mich mal. Ja, wieso? Weil das ja anscheinend ziemlich schwer war. Es waren nur sehr viele und die haben mit Spinnennetzen und Tarnung und so weiter gearbeitet. Kenn ich. Ich meine, du kannst vorher meine Sachen nochmal aufsammeln. Interessant, dass die Inverse-Spikes nicht als Waffe gezählt werden oder als Schaden machend. Ja, ich weiß nicht, wie ich da irgendwie jetzt langsam, ganz langsam die Mobs besiegen soll. Mach's schnell. Ja, genau, das ist es ja. Schnell will ich nicht. Warum? Weil es so viele sind. Und dann kriegst du ja keiner mit. Wie viele sind's denn? Ja, viele. Drei. Kann ich so genau gerade gar nicht erkennen. Mehr als 5 oder weniger als 5? Mehr als 5. Okay. Gibt wieder nutzbare Safari-Netz? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Okay, ich habe ein Loch geöffnet. Ah, cool, hier können sie, glaube ich, nicht hochspringen. Oder nee, die sind über mir. Oder? Kann sein. Ja, du warst nicht unten in den Gängen, oder? Du warst nicht drauf. Nee, ich war oben. Da, wo ich vorher gesprengt habe, nur halt auf der gegenüberliegenden Seite. Au! Zack! Und schon greift mich das erste Vieh an. Nein! Was? Okay. Habe ich gerade 8, 9 Herzen? Hä? Hm? Das soll jetzt auch einer verstehen. Och, laut Minecraft habe ich gerade 9 Herzen an Fallschaden verloren. Okay, ich sehe dein Zeug, habe aber nicht genügend Inventarplatz. Das ist cool, gell? Ja, ich bin unterwegs. Sind ja nur noch 115 Meter. Na, warte, ich habe ein bisschen Holz dabei. Ist ja nicht mehr lange, bin ich auch schon da. Hast du den Nether Wars mitgenommen? Hier, okay, gut. Die braucht man nämlich. Ziemlich viel. Das habe ich mir gedacht. Okay, ich habe all dein Zeug, glaube ich. Okay, gut. Ich bin immer noch unterwegs. Diese Gänge sind so verwirrend. Und dann. Wow, das schießt auf mich. Mistvieh. Soll ich noch einmal trauen? Soul Sand können wir uns ja recht einfach holen. Ah, ich habe sogar dein Bracelet gekriegt. Das verliere ich beim Sterben? Okay. Ja, hab ich auch nicht gewusst. Nether Diamond Ore auch nicht. Hier in der Kiste drin, habe ich mich voll gewundert. Gibt das auch 24? Was soll ich jetzt wissen? Achso, ich kann ja nachschauen. Usage. Nicht irgendwie auf eine andere Taste drücken. Pulverizer gibt das 4. 4, schade. Ja, halt mit Sand gibt das 2 Diamond Ore raus. Und die kannst du dann mit einem Hammer zu ganz, ganz viel verarbeiten. Okay, ja. Muss ich hier mit dem Fortune Hammer, also. Ja, ich guck nur gerade nebenbei die Kisten nochmal so an. Ja, nein, das ist meins. Das ist deins, okay. Das ist meins! Ich hab doch extra deinen Kopf darauf getan. Ah ja, muss man nur sehen. Claimed is mine. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt 8 Nether Quartz. Das könnte vielleicht gerade so für ein Dingens reichen. Für einen Controller. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück, wenn ich noch weiß, wo das ist. Zurück ist immer die andere Richtung. Ja.
Und probier mal so ein paar Sachen aus, vor allem das Plastik-TNT. Weil ich glaube, das dürfte schon funzen. Ja, sollte. Durch die Wand, okay. Muss halt nur vorsichtig sein. Naja. Hier unten kann man vorsichtig rausgehen. Und da ist noch mal ganz viel Quarz für dich. Yay. Da links. Rechts. Hier. Oder was? Da oben, hä? Ja, genau da oben. Guck mal hier drunter. Oh ja. Warte mal, was wir machen könnten, wäre natürlich hier relativ großflächig drum, um mal den Netherrack abzubauen. Also relativ großflächig. Dann müssten wir mehr rausbekommen können. Dann mach, lass uns das noch mal doch mal schnell machen. Ich gerade bei hier. Wie gut, dass die erst aktivieren, wenn man sie völlig komplett abbaut und nicht schon mal Ja. dranhauen.